In unserem heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Thema Live-Scope-Geber-Halterungen am Boot befestigen. Und zwar habe ich hier eine Geberstange. Das ist jetzt zum Beispiel eine universelle. Also ihr müsst wissen, ob jetzt von Lawrence, Garmin oder Hummingbird, gibt es immer von Anfang an schon so eine Klemmhalterung. Und das ist jetzt praktisch so eine universelle, wo man mittels dieser Klemmhalterung, die im Lieferumfang dabei ist, einen Geber befestigt. Aber diese Variante ist tatsächlich nur für Hummingbird notwendig, denn wir haben für Lawrence und Garmin extra für diese Geberhalterungen ein Adapterstück, was genau auf diese Geber passt. Der Vorteil ist, du hast eine super kompakte Geberhalterung, also es ist kein riesen Apparat, so ein universelles Ding, wie das jetzt hier bei diesem der Fall ist. Und es hat noch sehr viele andere Besonderheiten, auf die ich jetzt mit dem Video mit euch einmal eingehen möchte. So, schauen wir uns das Sahnestückchen einmal von nahem an. Und zwar, wenn du ein Garmin LVS 32 Geberhalterung haben solltest, dann passt diese Verzahnung genau da drauf. Also der LVS 32 hat ja ein Gewinde drin. Ich zeige euch das gleich auch nochmal hier bei meiner Geberstange. Und der wird hier drauf gesetzt. Die Verzahnung ist extra für den LVS 32 gemacht. Der passt dann genau da drauf, indem man hier eine Schraube durchsteckt und von der anderen Seite in den Geberhalterung in dem Gewinde reinschraubt. Ich zeige euch das einmal meiner jetzt. So, wenn ihr das einmal montiert habt, sieht das so aus. So zart sieht das dann aus. Ne? So wunderschön sieht das aus. Und der Vorteil an der ganzen Sache ist zunächst einmal, erstmal, das ist leicht, sehr kompakt. Und hier in dem Gehäuse, wie gesagt, ist ein Gewinde. Das wird über diese Schraube hier befestigt. Und jetzt kommt das Geilste. Das Ding hat hier zwischen so eine ganz weiche Gummiplatte drin. Das ist dieser rote Ring hier, den ihr hier sehen könnt. Und dieses rote Ding ist so weich und flexibel, ich zeige euch das nochmal. Dieser rote Ring ist so weich und flexibel, dass wenn ich jetzt hier an dem Geber drehe, dann gibt diese Gummiplatte nach und ich kann dann in die nächste Verzahnung übergehen. Das ist sehr wichtig, wenn man beispielsweise von den verschiedenen Modusen switchen möchte, also von Down-Mode zum Forward-Mode. Ja, ich sehe zum Beispiel im Forward-Mode jetzt den Fisch oder ich möchte am pelagisch gehen, dann switche ich auf Down-Mode. Das Echolot wird das sofort erkennen und sofort in diesen Down-Modus switchen. Und sobald ich das dann wieder zurückdrehe, wird der wieder erkennen, aha, der will wieder in den Forward-Mode, zack, ich gehe in den Forward-Mode. Das heißt, gerade für Bellyboot-Fahrer, die natürlich sehr am Geber, eng am Geber sitzen, ist das sehr vorteilhaft, weil ich dann einfach runtergreifen kann, drehen kann und zack, habe ich dann den anderen Modus. Wenn ich jetzt in den Perspective-Mode gehen möchte, dann kann ich hier an dieser kleinen Schraube verstellen und das Ganze dann in den Perspective-Mode schalten. Ja? So, ich muss jetzt das Kabel noch mal ein bisschen runter machen, aber ihr versteht schon, was ich meine. So, hast du den Nachfolger, den LVS 34, dann kann man das auch hier dran festmachen. Und zwar ist die Verzahnung die gleiche, aber die Hersteller haben anstatt M6 dann ein M8 genommen. Also das Gewinde ist dann M8, aber ist kein Problem. Du hast im Lieferumfang auch die geeignete M8-Schraube oder war das M5, M6? Also weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist die eine Nummer größer bei dem LVS 34. Aber wie gesagt, wir haben dann die geeignete Schrauben beigelegt und auch eine Kunststoff- und eine Edelstahlplatte, die du dann auch dafür benötigst. Das bedeutet im Endeffekt, dass du an diese Geberhalterung hier sowohl den LVS 32 als auch den 34 befestigen kannst. Und jetzt kommt das Geilste. Gleichzeitig, also wir haben dieses Kunststoffding nochmal hier so ein bisschen vergrößert, weil wir auch mit dem von Lawrence getestet haben, weil die Verzahnung ist auch da die gleiche, aber das Ding musste etwas überarbeitet werden und siehe da, es funktioniert auch mit der Live-Geber-Technologie von Lawrence. Das bedeutet, ob du jetzt ein Garmin oder ein Lawrence hast, es ist im Grunde diese Version, die perfekt darauf passt. Hast du ein Hummingbird, dann, wie gesagt, musst du diese Version hier benutzen. Und bei Hummingbird ist eine Klammer dabei,
und die willst du dann hier dran klammern und dort dann halt diese Geber halt dran befestigen. So, dann hat jede Geberhalterung auch so eine Vorrichtung, damit du die Kabel sauber entlang führen kannst. Und dafür gibt es auch im Lieferumfang dann einen Kabelbinder. Das heißt, du, ja, so wie ich es jetzt hier beispielsweise bei mir gemacht habe, so, du hast dann hier einmal diesen Kunststoffteil, da kommt dann das Kabel durch. Das Kunststoffteil ist auch angepasst darauf, also es ist wirklich ein extra angefertigtes Teil für diesen Geber hier. Und deswegen ist die Dicke des Kabels dafür angepasst, genauso wie die Dicke der Stange. Und da wird nochmal ein Kabelbinder drum gemacht, dann läuft das perfekt und ich kann das dann halt auch das Kabel hin und her verstellen, so wie ich es möchte, wenn ich beispielsweise jetzt in den Perspective-Mode gehen möchte. Ja, die Geberhalterung gibt es für die drei bekanntesten Systeme. Das ist einmal Rayblazer, Fasten und Scotty. Das heißt, diese Geberhalterung gibt es dann mit dem jeweiligen Stern zu deinem System. Dann, das ist jetzt im Grunde das Modell, was wir speziell für Bellyboote gemacht haben. Und das Ganze ist so gut auf dem Markt angekommen, dass wir immer wieder Nachfragen hatten bezüglich den Kajakanglern. Also auch Schlauchbootangler ist diese Version, also es funktioniert, ich habe es wirklich lange im Einsatz gehabt, es funktioniert, aber viele Kunden haben immer gefragt nach einer bisschen längeren Version. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum ich dieses Video heute mache. Ich werde euch im Endeffekt jetzt diese neue Version hier einmal demonstrieren. Die ist dann speziell für Kajak- und Schlauchbootangler gemacht. Und diese ursprüngliche hier, also die 60 cm Variante, ist perfekt für Bellyboote gemacht. Und warum diese Version jetzt besser für Kajaks geeignet ist, das werde ich euch dann einmal erklären. Und wir sind halt auf viele Wünsche der Kajakangler eingegangen und haben, wie gesagt, das so gemacht. Das ist halt perfekt für die Kajakangler oder auch natürlich die Schlauchbootangler geeignet ist. Und was wir alles verändert haben, das zeige ich euch jetzt. Ja, die eine Veränderung habe ich euch natürlich schon verraten, dass ich von 60 cm ist das auf 80 cm gewachsen, diese Stange hier. Und das Allerwichtigste ist aber dieser Bereich hier. Und zwar bei der Bellyboot-Variante konnte man den Geber eigentlich nur so hoch machen und dann war der aus dem Wasser. Aber gerade die Kajakangler möchten natürlich, dass das, wenn sie jetzt den Geber aus dem Wasser nehmen, dann können die hier an dieser Feststellschraube einmal drehen und dann können die es nach oben kippen und dann ist es aus dem Wasser. Das heißt, durch diesen Winkel hier, den wir eingebaut haben, durch diesen Metallwinkel, kann man den Geber einfach zack nach oben tun und dann ist er aus dem Wasser. Und wenn ich den wieder benutzen möchte, mache ich wieder runter und schraube das wieder zu. Ja, zu den Grundprinzipien natürlich, zu der Geberhaltung ist erstmal sehr smooth. Dieser Drehmechanismus ist total smooth. Und dann gibt es noch eine Feststellschraube, mit der ich dann natürlich die Tiefe des Gebers einstellen kann. Das heißt, je tiefer die Feststellschraube, desto weniger tief geht die Geberhalterung zu Wasser. Und dann habe ich hier nochmal einen kleinen Ring. Und wenn ich da dran drehe, dann verstelle ich im Grunde die... Das heißt, wenn ich es locker mache, kann ich es einfacher hin und her drehen. Und wenn ich es fester mache, dann geht das schwergängiger halt. Das ist auch ein gewisser Kriterium, der individuell immer eingestellt werden möchte. Ja, dann gibt es noch eine sehr schöne Erweiterung. Und zwar ist das ein Stern, der ist noch ganz, 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 ganz frisch rausgekommen. Und zwar ist das ein Stern, der hier nochmal einen Ring hat. Und diese Geberhalterung hat diesen Ring standardmäßig verbaut. Das Schöne an diesem Ring ist, wenn ich den jetzt reingesteckt habe und an diesem Ring gedreht habe, dann wird die Halterung mit dieser Geberstange, da ist kein Wackeln mehr dazwischen. Also dieses Hoch- und Runterwackeln verschwindet komplett. Das heißt, wenn ich das Ding jetzt hier reinstecke, muss ich nicht, kann es nutzen wie bisher auch. Aber für die Leute, die sagen, ich möchte diese Wackeltoleranz weghaben, drehe ich diesen Ring hier fest und dann zieht sich der Stern an die Halterung fest und das Ganze... Ja, das wird im Grunde so eine komplette Einheit mit der Halterung. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das ist im Grunde, wie gesagt, zusammengefasst eine extrem kompakte, extrem leichte und genau für euer Boot konzipierte Geberstange. Das bedeutet, diese Geberstange, wenn du ein Schlauchboot hast, wenn du ein Kajak hast, diese Geberstange, wenn du ein Bellyboot hast,
auf eure Wünsche eingegangen, auf alles, was eine Geberstange haben soll, tun soll. Also ich finde da keinen Minuspunkt und ich persönlich liebe diese Geberstange. Das ist einfach ein leichtes Ding, was ich einfach nebenbei irgendwo reinstecken kann. Und es ist nicht überdimensioniert, es ist nicht mega schwer. Es ist ja im Endeffekt nur ein kleiner Geber, der weiß nicht wie viel, 300 Gramm oder so wiegt, in Bewegung gehalten werden muss. Und deswegen manchmal sehe ich da so ein paar Hersteller, die so riesen Apparate davon machen und ich denke mir einfach so manchmal, da merkt man einfach, dass an dieser Geberstange hier jemand dran gearbeitet hat, der das auch wirklich tagtäglich im Einsatz hat und genau weiß, was es können muss und auf jede dieser Details eingegangen ist. Also im Grunde so ein super Allrounder für speziell die Boote und man darf natürlich nicht vergessen, für speziell die Geber halt, ne? Also das heißt, wenn du einen Kajak hast und noch einen Garmin live benutzt, dann finde ich, ist das, ja, konkurrenzlos, das Produkt, würde ich sagen. Genauso wie wenn du einen Lawrence hast. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Was mir natürlich noch eingefallen ist, ist natürlich auch wichtig zu erwähnen, es gibt natürlich hier nochmal eine zweite Schraube und da kann ich, es gibt nochmal eine Feinverzahnung hier drin und da kann ich dann natürlich den Winkel hier einstellen. Das heißt, gerade für Schlauchbootleute, abhängig davon, wo ich das in den Port geklebt habe, kann ich die Neigung natürlich so einstellen, dass das Ding, dass die Stange dann geradewegs runtergeht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video geholfen, diesen Artikel hier zu verstehen. Und der Artikel ist noch ganz frisch. Ja, wir haben den gestern erst eingepflegt und leider gibt es erst zunächst einmal nur einen einzigen Prototypen, den wir eingebucht haben. Und nach einer Stunde war der komischerweise auch schon weg. Deswegen in 2-3 Wochen oder so werden wir wieder viele on stock haben. Und dann könnt ihr diesen Artikel bei lotu.de finden. Und wo genau und welche Version es alles gibt, verlinken wir euch auf jeden Fall wie immer in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr nachgucken und über einen Klick gelangt ihr dann sofort zu dem Artikel. Das, was wir natürlich auch machen werden, wir werden komplette Set-Artikel erstellen. Das heißt, für Leute, die Schlauchboot oder Kajak haben, wo alles inklusive ist, ne? Wo der Kleber dabei ist, wo die Halterung dabei ist oder auch für Kajakleute, wo die Geberstange dabei ist, die passende Halterung dabei ist, sodass du dir gar keine Gedanken machen musst, was brauche ich jetzt und was ist jetzt für mein Boot speziell alles notwendig. Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Video.